Hallo und willkommen zurück zu Deus Ex, wo wir jetzt zuletzt im Polizeirevier stehen geblieben sind und wir hier runter sollten. Irgendjemand ruft hier nach Hilfe. Da habe ich schon gleich ein paar Gegner wieder gesehen. So, jetzt muss ich erstmal kurz wieder in die Steuerung reinkommen, wie das alles war. Kommt der jetzt hier lang? Das wäre echt ungünstig. Wir rüsten mal schon mal zur Sicherheit die Waffe aus. Eigentlich würde ich hier im Polizeirevier ungern jemand erschießen. Mr. Taggart brachte ferner seinen Wunsch zum Moment. Ausdruck, gemeinsam ich hab was mit gesehen. David Sarif in der Versammlung. Hier kommst du nicht raus! Ach, jetzt müssen wir uns hier doch durchschießen. Oder können wir jemanden. Okay, jetzt hat er auf uns geschossen. Jetzt werden wir zurückschießen. So. Nummer 1. Nummer 2. Okay, gut. Das heißt, wir gehen hier doch nicht in Ruhe durch. Hände, wo ich sie sehen kann, Jensen. Jetzt müssen wir uns hier doch durchschießen. Beziehungsweise wir sind gestorben und können das Ganze dann nochmal versuchen. Wir nehmen den letzten Spielstandladen. Oder den, ja, gucken wir mal. Der letzte Spielstand dürfte rein theoretisch hier hinter dem Pfeiler sein. Genau. Okay, wir versuchen das Ganze nochmal. Vielleicht kommen wir dann irgendwie lang, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Denn eigentlich wollte ich ja durch dieses Revier hier durch, ohne dass wir Aufmerksamkeit erregen. Ich weiß bloß nicht genau, wie wir an den Massen hier unten vorbeikommen sollen. Ja, wir gehen weg, sobald wir hier wegkommen. So, der geht jetzt da entlang. Mal gucken, wie weit der geht, ist die Frage. Ich hoffe, der sieht uns jetzt hier nicht, das wäre unschön. Okay, der geht jetzt da hinten um die Ecke. Das heißt, wir können hier runtergehen. Da kommt jetzt einer. Wenn wir den kriegen und hochschleifen könnten, wäre cool. So, genau. So. Den haben wir, nehmen. Und den können wir den hier hochziehen. Den können wir hier hochziehen, super. Dann legen wir uns den hier einfach auf die Treppe hier so um die Ecke rum, wo den hoffentlich niemand sieht. Die Chipkarte nehmen wir natürlich mit. So, irgendwie konnte man die Waffe wegstecken, ich weiß bloß nicht mehr wie. Von daher behalten wir die Waffe jetzt einfach ein bisschen in der Hand. So, da hinten haben wir noch einen, was auch immer für jemanden. Okay, der geht weg. Okay, gucken wir mal, dass wir jetzt hier weiterkommen. Aha. Aber da drin ist auch noch einer. Wenn wir den jetzt hier umhauen, den Police Officer, dann befürchte ich, dass der da drinnen, der dahinter steht, uns umhaut. So, wie ich gehe nochmal zurück. Seht ihr irgendwas? Nein, okay. Zurück ist jetzt auch nicht mehr. So, den hauen wir jetzt einfach mal um und hoffen einfach, dass der hier am Boden liegen bleibt. So, die nehmen wir natürlich mit und dann müssen wir weiter. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir weiterkommen, ohne dass uns jemand sieht. Okay, hier könnten wir rein, wenn wir wollten. Beziehungsweise wir müssen da, glaube ich, sogar rein. Denn wir haben ja die Chipkarten nicht. Vorher gehen wir nochmal auf die Toilette und gucken uns nochmal hier auf den Klos um, ob hier nicht vielleicht noch irgendwas rumliegt. Na, sieht aber nicht so aus. Okay. Nein, ich würde gerne geduckt weitergehen. Was war das für ein Geräusch? Gibt's hier Kameras? Ich hoffe ja nicht. So, Kumpel, du musst mal schlafen gehen. So, den haben wir schlafen gelegt. Sie sehen sie! Oh, nein. Ach, Mist. Wir verschwinden mal auf dem Klohäuschen. Ah, dahinter können wir uns nicht verstecken, das ist blöd. So. Nicht angreifen ist immer gut, ja. Wir wollen ja auch niemanden töten oder verletzen hier drin. Kontakt verloren! Kontakt verloren, okay. Durchsucht die Gegend! Vergewissert euch, dass er weg ist!
So, da vorne sind Alarm, ist Alarm ausgelöst worden. Hier, wo wir sind, anscheinend nicht. Schon mal gar nicht schlecht. Ist nur die Frage, wie kommen wir da jetzt hin, ohne entdeckt zu werden. Okay, hier ist alles klar, sagt er. Das heißt, die haben momentan erstmal wieder Ruhe, beziehungsweise geben bestimmt gleich wieder Ruhe. Trotzdem die Augen offen, er könnte zurückkommen. Was ist hier los? Der ist um... Okay, hier rein könnten wir notfalls... Okay, wir müssen also jetzt hier irgendwie rein und weiter durch. Sie sehen sie! Okay. Können wir uns jetzt hier einhacken? Ich hoffe, das funktioniert. Okay, es funktioniert. Wir müssen... Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Okay, wir gehen dahin. Und dann dahin und dahin. Dahin und dahin. Okay, gut, das sollten wir schaffen, bevor wir entdeckt werden. Okay, jetzt kommt erst der Gegenangriff. Zugriff gewährt. Okay. Halte trotzdem die Augen offen, er könnte zurückkommen. So, jetzt sind wir, wenn ich es richtig sehe, hier in irgendeinem Sicherheitsraum drin und können uns hier an den Computer hacken. Und vorher können wir hier noch ein Schließfach aufmachen und finden eine 9mm Pistole einfach so mal in einem Schlussfach. Sofort stehen bleiben! Zugriff verweigert, trennen, hacken. Ich hoffe, dass wir hier jetzt auch gut reinkommen. Wir müssen wohin? Auf die andere Seite. Okay, uns bleibt nichts anderes übrig, als so zu gehen. Und wir sind schon... Stopp. Okay. Von da aus nach da. Dahin, dahin. Wo sind sie? Oha. Da können wir hin, jetzt können wir dahin. Okay, wir gucken einfach, dass wir jetzt... Und wurden entdeckt. Nein, wir... Zugriff verweigert. Irgendein Zeichen von ihm. Okay, System. Okay, wenn die jetzt hier nicht herkommen, wäre das gut. Ich hoffe, dass wir da gleich nochmal einen Versuch kriegen, um uns einzuhacken. Oder kommen die jetzt hierher? Er ist weg, haltet trotzdem die Augen offen, er könnte zurückkommen. Kommt ihr jetzt hierher? Hier ist alles klar. Okay, sieht nicht so aus. Aber wir kommen jetzt da eh nicht durch, wenn ich es da so richtig sehe. Von daher müssen... Sofort neutralisieren, ja. Der versucht durch die Zugtür hier durchzuschießen. Ach, die kann man öffnen, die Tür, okay. Weglaufen nützt nichts! Das reicht! So, jetzt verstecken wir uns hier und jetzt kommen die hoffentlich hierher. Sieht aber nicht so aus. Ey, die sind aber echt. Also, die sind jetzt echt mies, dass die da stehen bleiben. Hier ist alles klar! Durchsucht die Gegend! Vergewissert euch, dass er weg ist. Er ist weg. Das Erste. Bleibt die Tür bleibt aber echt nicht lange offen. Ich finde sie. Wie kommen wir denn da jetzt durch? Wir müssen in diesen Raum rein. Diese Tür müsste einfach deutlich länger offen bleiben. Hier ist alles klar. Ja, wenn die... Ich suche noch. Wenn die jetzt gehen würden, hätten wir vielleicht eine Chance, da richtig reinzukommen und länger durchzugehen. Hier oben ist nichts, nein. Ich habe noch keine Idee gerade, wie wir jetzt da reinkommen. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann sehen sie uns ja direkt wieder. 1, 2, 3 sehe ich auf jeden Fall schon mal von denen. Der bleibt immer da vorne, der bleibt immer dort stehen. Ist doch blöd. Okay, wir versuchen nochmal mit dem Computer. Vielleicht können wir uns da ja reinhacken und die Alarmanlagen abschalten oder sowas. So, nochmal hacken. Hacken, da. Dann dahin. Dann da und da. So, den verstärken wir, den. Gucken wir uns mal verstärken. Da oben hin. Ein Stoppvirus haben wir leider nicht mehr. Boah, das wird wieder sehr eng. Das wird nichts, oder?
verstärken. Zugriff verweigert. Wieder nicht geschafft. So einen Mist aber auch. Okay, wir müssen also eigentlich nur irgendwie durch die Tür dort durch. Wenn die da wenigstens rauskommen würden, das wäre viel, viel einfacher. Aber die bleiben ja leider alle dort drinnen. Oder auch nicht. Ist das nur der eine? Ich finde sie. Nein, es sind mehrere. Gehen Sie weg. Eine ganz normale Nacht. Okay, es sind wieder mehrere. Ich bin dran. Und sie machen die Tür wieder zu. Hey, das ist... Halte meine Position. Ist doch blöd, dass die immer die Tür zumachen. Verdammter Irrer. Bitte. Töten Sie mich so, einhacken. Okay, wir versuchen mal einfach den Computer hier zu machen. Ich hoffe, die kommen da jetzt nicht durch, während wir uns versuchen reinzuhacken. Wir müssen eigentlich nur da lang. Gucken aber, dass wir vielleicht einfach mal ein bisschen mehr mitnehmen. Da noch hin. Dann schon mal da hin. Die schießen auf jeden Fall auf die Scheibe, aber die Scheibe scheint Panzerglas zu sein. Zugriff verweigert, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir machen jetzt hier mal ganz in Ruhe weiter. Warum weinen die denn da? Hier, den Computer können wir da nicht hacken, okay. Das heißt, wir gehen nochmal raus und nehmen nochmal den Computer hier und versuchen es hier nochmal. Obwohl ich nicht glaube, dass wir das schaffen hier bei dem. So schnell, wie der Virus da losgetreten wird und wir haben auch keine Gegenwehr mehr übrig. Das heißt, den Transfer hier müssen wir irgendwie stärken und sichern. Und den am besten auch noch. Wir haben auch nichts, um irgendwie noch mehr Gegenwehr zu schaffen. So, das könnten wir noch stärken. Na komm schon, schnell. Ich glaube nicht, dass das was wird. Oder sind wir eher... Okay, das sieht doch gut aus. Zugriff gewährt. Ah, perfekt. So, kommen wir tatsächlich nur E-Mails. Schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier vielleicht noch irgendwie was anderes finden. Okay, ja, die da drüben haben jetzt wieder niemanden im Visier. Ist die Tür jetzt offen? Nein, die Tür ist wieder zu. Okay, wir versuchen es nochmal hier mit dem Einhacken und lassen die noch ein bisschen wieder schießen. Sie sehen sie! So, ja, wir wurden wieder mal gesehen und hacken hier nochmal eine Runde drin rum. So, das heißt doch eigentlich, wir müssen nur dahin den verstärken, dahin den, da machen wir ein Virus rein. Ich lade nach! Und verstärken den. So, da, da, da. Okay, das wird eng. Den können wir nicht verstärken. Zugriff verweigert. Ah, gut, ich weiß nächstes Mal, wie wir es, glaube ich, ein bisschen besser anstellen. Können wir da nicht durchschießen? Leider nein. Eins, zwei. Oh, das Fenster hier sieht gar nicht gut aus. Das Fenster sieht doch sehr löchrig aus. So, 8 Sekunden noch, dann können wir wieder versuchen. Warte mal, jetzt hat er da drüben die Tür aufgemacht. Können wir den jetzt erledigen? Ach, können wir nicht. So ein Mist. So, wir hacken wieder weiter, während die auf uns rumschießen. So, hacken. Wir gehen mal schnell dahin. Verstärken. Gehen dahin. Verstärken. In der Zeit können wir dahin, dahin, dahin und dahin. Den können wir nicht mehr verstärken. So. Boah, das wird aber nichts. Das wird doch wieder nichts. Ich lade nach. Warum geht das so schnell plötzlich? Ach, die haben von allen Seiten Sourcen. Ui. Okay, lassen wir das mit dem Hacken. Versuchen wir es ein bisschen doch auf die Kamikaze-Methode. So, Nummer 1. Die Tür. Den haben wir hinüber. So, und noch ein. Na komm schon, den einen da hinten noch. Bitte, töten Sie mich nicht. Und den haben wir auch noch hinüber. So, jetzt müssen wir einen Moment warten, bis wir Leben regenerieren und haben das jetzt hier ein bisschen auf die harte Methode gemacht. Denn ich wusste nicht mehr, wie wir sonst
hier noch durchkommen sollten. Ja, wir tun ja eigentlich auch nichts. Bitte, töten Sie mich nicht. Und wir sind raus. Sollten wir da jetzt etwa nur rauskommen aus dem Labor? Aus dem Polizeirevier? Ich bin dran! Oh. Okay, das heißt, wir müssen das Ganze nochmal von vorne machen und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.